Heyo Leute, Crymax hier und Rockstar Games hat soeben einfach mal ein neues DLC auf den Tisch gehauen. Ja, Freunde, wirklich niemand hat so wirklich damit gerechnet. Ich persönlich auch überhaupt nicht, dass Rockstar Games jetzt heute an einem Donnerstag ein neues DLC raushaut. Vor allem, weil man gar nichts rausgefunden hat und Rockstar Games auch wirklich gar nichts angekündigt hat. Und dieses DLC hat nicht mal einen Namen. Ich nenne es jetzt hier einfach mal Tuning DLC oder Tuning Feature DLC. Keine Ahnung, wie es nennen soll. Vielleicht auch Renncar DLC Update. Ich weiß es ganz ehrlich nicht. Denn in diesem DLC gibt es im Prinzip einfach nur zwei neue Tuning Features für zwei Autos, die es bis jetzt auch schon in GTA gab. Das ist einmal der Sultan RS und dann noch der Benji. Für diese gibt es jetzt Tuning-Optionen bei Bennys Original Motorworks und die sind doch ziemlich cool, das muss ich ehrlich sagen. Also man kann auf jeden Fall dieses DLC nicht Lowrider Part 2 DLC nennen, denn es ist es nicht. Es sind keine Lowrider, man kann in diese Autos, in diese beiden Autos keine Hydraulik-Funktion einbauen. Es sind wirklich keine Lowrider, deswegen würde ich es auf jeden Fall nicht Lowrider Part 2 DLC nennen, aber ich würde es so ein Tuning-DLC nennen, denn man hat einfach zwei neue Racecars, man kann neue Lackierungen, neue Sponsorlackierungen machen und diese Autos wirklich übertrieben geil auftunen. Ja, das könnt ihr jetzt im Hintergrund sehen. Ich habe mir jetzt hier einfach diese beiden Autos mal bestellt. Das sind wie gesagt der Sultan RS und dieser Benji. Ist ein bisschen schade, dass man den Sultan RS jetzt kaufen kann, weil es einfach die ganze Zeit ein Secret Car war. Aber wer das Auto mag, ist auch nicht schlecht, weil man es dann nicht immer suchen muss. Ja, wie gesagt, die Autos gab es ja eigentlich schon relativ lang. Ich glaube, sogar schon seit Anfang an gibt es diese in GTA 5. Und jetzt kann man diese eben auch noch in Bennys Original Motorworks auftunen. Und diese kann man wirklich richtig geil auftunen. Man hat ja wirklich übelst viele Funktionen und das werde ich euch jetzt mal zeigen. Ich lasse euch die Autos natürlich nicht nur im Internet anschauen, sondern ich habe mir die Autos natürlich selbst bestellt, sodass ihr diese dann auch sehen könnt, wie diese dann voll aufgetunt in GTA aussehen. Und die machen wirklich ordentlich was her. Also ich muss schon sagen, wenn ihr dieses Auto fahrt, dann seid ihr auf jeden Fall ein Hingucker auf den Straßen von Los Santos. Besonders dieser Benji, den kann man nämlich zu einem Cabrio machen und dann noch mit diesem übertrieben fetten Heckspoiler hinten. Es sieht wirklich abartig aus, Leute. Es ist wirklich abartig, dieses Auto. Ich finde es richtig geil. Ich weiß nicht, wie schnell die Autos sind, ob sie Supersportwagen eine Konkurrenz machen bei den Rennen dann später, aber rein vom Optischen her kann man auf jeden Fall mal sagen, dass diese Autos richtig fett aussehen. Es sieht wirklich extrem geil aus. Auch hier bei dem Sultan S kann man dieses Manga-Design draufhauen und das sieht auch übertrieben geil aus mit diesen pinkenen Manga-Frauen da drauf. Es sieht einfach extrem krass aus. Also es ist wirklich so ein richtiger Eye-Catcher, wenn man das sieht, dann brennt so richtig in den Augen. Mit diesem grellen Pink und so, sieht einfach extrem cool aus, muss ich einfach sagen. Ihr könnt mir natürlich wie immer mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare schreiben, was haltet ihr von diesem DLC. Wie gesagt, das ist nicht viel, aber ich finde es eigentlich trotzdem ziemlich cool, war eine gelungene Überraschung von Rockstar Games. Wie gesagt, sie haben gar nichts angekündigt, dieses DLC hat nicht mal einen Namen, ich würde es einfach nur als Tuning Update beschreiben, aber finde ich trotzdem ziemlich cool, weil die Optionen einfach richtig der Hammer sind, die Autos machen übertrieben was her. Wie gesagt, eure Meinung dazu wie immer unten in die Kommentare. Dann würde ich mich natürlich wie immer darüber freuen, wenn ihr mir ein Like da lassen könntet für einen größeren Bizeps. Und übrigens, weil ihr immer fragt, woher ich meine 600 Millionen Dollar habe, das habe ich von einem Modder gemacht bekommen. Wer daran interessiert ist und vielleicht auch einen Unlock-All-Account haben will oder vielleicht auch so ein bisschen Geld bekommen will, denn der Modder macht auch immer mal wieder Money-Lobbys in GTA. Der kann ihn ja auf jeden Fall mal auschecken. Link zu ihm ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung zu finden. Ja, Freunde, ich bin jetzt an der Stelle einfach raus. Bis dahin, haut rein, Leute, euer Crymax.